Moin Moin aus Schnelsen an meine HSV-Freunde und HSV-Fans. Eine Hiobsbotschaft aus dem Trainingslager aus Kitzbühel. Unser Ansi Suchung hat sich bei einem Zweikampf das Wadenbein leicht angebrochen. Also nicht durch, aber es ist angebrochen und ist schon jetzt in Hamburg und wird hier untersucht und gemacht und getan. Das einzige Positive ist, er braucht wohl nicht operiert werden, sondern eben halt, das wird so mit, entweder mit einem Verband oder mit Gips gemacht, ich weiß es nicht. Aber wiederum ist es so, der Junge ist ja die Pechmarie vom HSV. Erst den Kreuzbandriss, dann den Wadenbeinbruch, den Vuskovic im Training Vuskovic reingehauen hat noch. In der letzten Minute, ich war hier beim Training, haut er ihm das Wadenbein durch und jetzt schon wieder mit dem Wadenbein. Also man kann den Jungen nur einen guten Rat geben, schütz deine unteren Extremitäten, deine Beine noch ein bisschen anders, nicht nur mit dem Schienbeinschützer, ich weiß nicht, ob du den umgehabt hast, am besten Schienbeinschützer, der die untere Partie abdeckt, die ganzen Waden. Die Waden und auch das Schienbein, das gibt es. Und wenn du dir ein Maß anfertigen lässt, so kannst du ja nicht weitermachen. So viel Pech kann man ja nicht haben. Also, du spielst Nationalmannschaft in Finnland, da hast du nie was. Und hier beim HSV, wird denn hier so getreten oder was? Also, ich kann mir das bald nicht mehr vorstellen. So viel Pech kann ein Profi nicht haben. Ja, muss man sehen, wie das weitergeht. Aber du weißt doch, wir geben nie auf und du erst recht nicht. Du bist ein junger Mann, du ziehst das Ding durch und jetzt immer weiter. Du kriegst eine Chance noch hier in Hamburg, dass du mal hier, du wirst Stammspieler, da bin ich von überzeugt. Da kann das Trainerteam gar nicht umrum. Aber erstmal mach deine Reha wieder und sieh zu, gute Besserung und für dich eine schnelle Genesung. Das wollte ich doch mal sagen. An sich alles Gute für dich. Du weißt, aufgeben ist keine Option, immer weiter. Du hast das als Nationalspieler in Finnland geschafft, mit Pucki und Konsorten, mit den ganz Großen in Finnland. Dann wirst du das hier auch mit der zweiten Liga schaffen, beim HSV und aufsteigen in die erste. Hau rein, ist Tango. Peter ist richtig traurig, dass du immer die Scheiße an den Füßen hast, aber es geht weiter, immer weiter. Und dann ein bisschen ruhiger, mach mal ein bisschen ruhiger. Du bist manchmal ziemlich wild auf dem Platz, aber weil du eben so agil bist, müssen sie dich ja umhauen. Anders geht's nicht. Alles klar, nur der HSV. Und natürlich gute Besserung, schnelle Genesung aus Schnelsen, aus Hamburg. Bis dann, tschüss.